Wie viele Tore pro Saison muss Erling Haaland schießen, damit er irgendwann den Torrekord von Ronaldo einstellt? Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere schon insgesamt 817 Tore geschossen. Erling Haaland 155, die ziehen wir jetzt erstmal schon davon ab, also minus 155. Dann kommt man auf 662 Tore, die Haaland noch fehlen, um Ronaldo einzuholen. Und wenn man jetzt sagt, okay, er spielt vielleicht noch so, sagen wir mal 16 Saisons, Haaland, bis er auch irgendwie alt wird und in Rente geht, also dividiert durch 16, dann weiß man, wie viele Tore er pro Saison braucht. Und das sind gerundet ungefähr 41 Tore pro Saison in den nächsten 16 Saisons, um diese Zahl von Ronaldo einzuholen. Glaubt ihr, Haaland kann das schaffen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nein, schreibt mal rein, wer es vielleicht schaffen könnte. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen. Su!